Ihr Lieben, es ist mal wieder Zeit für ein Klartext-Video zum Thema raus mit dem Kopf aus dem Sand. Jetzt erst recht. Ich werde mal tüchtig aus meinem Nähkästchen plaudern, was da so in meinem Herzen tobt, was ich euch mitteilen möchte, wie wir gemeinsam jetzt die nächsten Tage und Wochen aktiv werden können. Ich habe am Ende des Videos noch ein paar News zu meinen eigenen Dingen. Und ganz viele wichtige Beispiele und Bilder, um euch zu motivieren, zu inspirieren, denn das ist ja mein großes Potenzial, euch Mut zu machen in dieser Zeit. Das mache ich jetzt schon seit 20 Jahren und in diesem Jahr 2020 ganz extrem, ganz, ganz intensiv. Und es macht mir Freude, denn ich sehe an den Reaktionen, an den Kommentaren auf meine Videos, und bei Facebook und Instagram ganz besonders, wie toll ihr euch in dieser Zeit eben entwickelt und wie sehr ich euch dabei unterstützen darf. Also, jetzt erst recht. Drei tolle Worte, die mir jetzt seit vielen Tagen in Bezug auf mein eigenes Leben sehr, sehr präsent sind. Und mir kam eben dieses Bild mal wieder in diese Klartext-Videos. Bauen ja im Endeffekt aufeinander auf. Es wiederholt sich vieles, denn wie die Psychologen wissen, Wiederholung stärkt die Aktivitäten im Gehirn, im Körper. Das wissen auch die Sportler. Wenn man etwas oft wiederholt, wird es zur Routine. Das kennen wir vom Autofahren, von vielen, vielen Aktivitäten in unserem Leben. Und wir brauchen diese Wiederholungen, bis sich etwas in uns so richtig fest etabliert hat. Dazu zählt auch, dass ich euch immer wieder sagen darf, wer sagt uns, dass wir in einer Krise erstarren müssen, ohnmächtig bleiben müssen? Wer sagt uns, dass wir bestimmte Dinge tun müssen, weil? Ja, und dann fehlt es an dem Weil. Warum sollen wir etwas tun, was unser Herz überhaupt nicht will und auch nicht kann. Und gerade in dieser Zeit ist es ganz wichtig, immer wieder zu hinterfragen, was will ich, was kann ich, was will ich nicht, was kann ich nicht. Und dann Lösungen zu finden. Für Lösungen braucht es Mut und Klarheit. Es braucht die innere Weisheit, dem Herzen, der Intuition zu folgen. Und Dinge, die du im Moment vielleicht für absolut unmöglich hältst, kannst du erschaffen. Du kannst dir das Feld, wie man so schön sagt, kreieren mit Lösungen. Lösungen sind ein bisschen wie Menschen, die du um Hilfe bittest. Und manchmal scheinen diese Menschen, die du um Hilfe bittest, nicht da zu sein. Du erreichst sie nicht am Telefon, du siehst sie nicht. Sie sind scheinbar verschwunden, aber sie sind im Grunde immer da. Lösungen sind auch immer da. Wir müssen uns nur darum kümmern, sie zu finden. Da kam mir in der Vorbereitung auf dieses Video ein ganz tolles Bild in den Sinn. Als Künstlerin arbeite ich ja mit Bildern. Und zwar kenne ich das vom Kampfsport. In vielen Kampfsportarten nutzt man den Fluss der Energie, um sich zu verteidigen oder, wenn man unbedingt will, auch anzugreifen. Das heißt, wenn ein Gegner angerannt kommt, kann man dessen Schwung nutzen und ihn dann zum Beispiel zu Boden werfen. Ja, man packt ihn an einer bestimmten Stelle, das lernt man dann, an einem Hebel, wo es ganz leicht ist, dann die Energie umzulenken, sodass der Gegner nicht mich umwirft, sondern selber umgeworfen wird, weil er quasi über seine eigenen Füße stolpert oder weil der Schwung seiner eigenen Energie ihn zu Boden wirft. Und für mich ist das jetzt genauso eine Kraft. Ich habe so oft schon seit 2 Jahren über Energiewellen berichtet und das mache ich sehr gerne. Das liegt mir. Ich kann sie fühlen. Ich kann fühlen, was für Energien in der Luft sind, welche Thematiken, wie wir unterstützt werden. Ich bekomme dann die Infos über Channelings und so weiter, was wir tun können, um die Wellen zu nutzen. Ja, da hat sich bei mir in meiner Community ja schon
der Spruch quasi etabliert, lass uns die Welle reiten, wie die Surfer. Und für diejenigen, die noch nicht so oft meine Videos gehört haben, die vielleicht gerade erst neu dazugekommen sind, schaut euch bitte mal die Videos der letzten Wochen und Monate an. Bei mir baut alles mehr oder weniger aufeinander auf. Und wenn ihr gerade erst so in euren Schwung gekommen seid, wenn ihr gerade erst quasi erwacht seid und wach werdet für eure eigene Kraft, eure eigene Seele, dann schaut euch mal auch meine älteren Videos an. Auch so 2016, 17, 18, da sind ganz, ganz viele tolle Impulse schon gekommen als Vorbereitung auf diese Zeit. Wenn wir also diese Energiewellen, wir sind ja im November zum Beispiel in dieser Reinigungswelle immer noch, wir haben ganz viel neue, frische Energie. Das hinter mir ist das Dimensionstor des Lichtes. Ich male ja auch, was ich an Informationen bekomme. Und dieses Dimensionstor bringt ganz, ganz viel hochfrequentes Licht auf die Erde, verteilt es auf der ganzen Welt. Ich habe es halt so wahrgenommen, dieses Dimensionstor, das sich geöffnet hat. Da gibt es eigene Videos zu. Alles Relevante verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, wie immer. Und wir können diese Energie nutzen, denn das, was die Krise erzeugt hat, ist nicht eine mehr oder weniger sanfte Welle, sondern das ist gebündelte, geballte Energie. Im Vergleich zu einer Sturmwelle ist es ein Tsunami. Und dieser Tsunami an Energie, die im ersten Moment sehr düster und sehr negativ erscheint, wie ja auch das Dunkel hier zum Beispiel beim Bild außenrum, ist in Wahrheit für ganz viele Menschen das höchste Licht. Deshalb habe ich heute auch mal wieder weil es auch ziemlich kühl ist auf Mallorca, meinen Hoodie angezogen. Schwarz habe ich, bis ich diese schwarzen Pullover und Hoodies bemalt habe, selber gar nicht getragen. Und jetzt habe ich einen Riesenspaß, denn das Licht wirkt im Kontrast mit dem Schatten natürlich noch viel stärker. Und wir alle können jetzt dieses Licht in der Dunkelheit sein. Wir können jetzt unsere geballte Kraft wirklich zusammenpressen und daraus wirklich das hellste Licht machen. So wie zum Beispiel auch ein Diamant in Kohle entsteht. Es ist Kohlenstoff, ganz, ganz stark komprimiert in der Erde, durch die Kräfte der Schwerkraft, die all die Lagen aus Humus, Gestein und so weiter im Laufe der Jahrmillionen nach unten gedrückt haben. In dieser Kohle entstehen die Diamanten. Und das Licht eines Diamanten, dieses kolossale Leuchten, wenn das Licht auf einen Diamanten fällt, entsteht in schwärzester, tiefester Nacht, quasi in der Erde. Ja, und dann wird es geborgen, wird geschliffen, geformt, wie wir auch im Leben. Und dann fällt Licht auf diesen Diamanten und er strahlt und funkelt in allen Regenbogenfarben. Lasst uns jetzt diese Tsunami-Welle, die dieses Jahr durch wen auch immer ausgelöst wurde, nutzen, um noch mehr zu leuchten. Jetzt erst recht, ihr Lieben. Was auch immer ihr an Infos von außen bekommt, wenn sie euch nur in irgendeiner Form nach unten drücken oder ziehen, bitte, bitte, nehmt diese drei kostbaren Worte jetzt erst recht. Ich habe dieses Jahr schon so viel erlebt. Ich bin vom Fernsehen, Entschuldigung für dieses etwas, nicht so schöne Wort, verarscht worden, aber es war halt so. Und es hat eine Riesenwelle ausgelöst. Ich durfte eine Menge Internet-Trolle und ein paar Menschen, die nicht lustig waren, aus meinen Kommentaren und von meinem YouTube-Kanal löschen. Ich habe so viele Menschen erlebt, die mir weismachen wollten, dass was ich mache und wie ich es mache, das ist total doof. Es ist deren Meinung, es ist völlig in Ordnung. Seit 20 Jahren, seit ich meinen spirituellen Weg gehe, seit ich meine Bilder male, meine Produkte entwickle, ja, zum Beispiel sowas hier, ja, mein Lichtkraft-Amulett, was ich mache das alles, weil es mir Spaß macht, weil ich das haben will, weiß aber, dass es auch andere Menschen gibt, die das toll finden könnten, und so ist es auch.
Man hat mir gesagt, ich darf mit meiner Gabe kein Geld verdienen. Und dann frage ich mich immer, das ist toll, aber es ist mein Beruf. Wie soll ich meine Miete bezahlen, mein Essen, was auch immer, wenn ich mit meiner Berufung kein Geld verdienen darf? Das sind alles so uralte Glaubenssätze. Das kommt noch aus dem, weiß ich nicht, Mittelalter, also das ist die jüngste Zeitspanne. Im Mittelalter wurde gesagt, ja, dass die Mönche und die Nonnen halt ein Armutsgelübde ablegen müssen, damit sie Gott dienen dürfen. Also, ihr Lieben, das sind jetzt schon wieder 500 Jahre vorbei. Die Welt hat sich weitergedreht. Und es gibt so viele tolle, tolle Menschen, Heiler, Channelings, Medium, Coaches, Berater, Menschen, die auf körperlicher, geistiger Ebene Menschen fördern, motivieren, inspirieren. Und das darf sein, das muss sogar jetzt sein. Ja, es gibt so viele spirituelle, ganzheitliche Künstlerinnen und Künstler, die mit ihren Werken andere Menschen motivieren. Und jeder Mensch ist jetzt gefordert, das wirklich ans Licht zu holen, was durch diesen Alltag und diese blöden Sprüche, das macht man nicht, das darf man nicht, das ist pfui und bah, unterdrückt wurden. Diese Krise, dieser Tsunami schmettert alle Barrieren fort und lasst uns die Kraft nutzen. Wer darf dir sagen, was du zu tun hast, was ich zu tun habe? Niemand. Wenn was nicht funktioniert, dann lässt man es halt wieder. Wenn man etwas unbedingt machen will und es macht irgendwann keinen Spaß mehr, dann lässt man es wieder. Aber probiert euch aus. Findet euch zusammen, werdet aktiv. Es geht um neue Gemeinschaften, neue Initiativen, neue Projekte, die jetzt entstehen. Es sind so viele Inspirationen in der Cloud. Ich hatte gerade ein super schönes Lichtmenschen-Interview, das kommt in den nächsten Tagen, mit einem fantastischen Musiker-Ehepaar, den Unitanis, mit denen ich jetzt auch ein neues Projekt mache. Für mich auch wieder was total Aufregendes, ganz, ganz Neues. Wie gesagt, kommt in den nächsten 2, 3 Tagen das Interview. Super schön, sehr inspirierend, sehr lustig. Und jeder Mensch hat seine Gaben und Talente, die jetzt wirklich ans Licht kommen dürfen. Also lasst euch nicht unterdrücken. Lasst diese Tsunami-Welle eure Begrenzungen, eure Einschränkungen wirklich wegspülen. Spür für dich, was kannst du tun, um jetzt wirklich flexibel zu sein, stabil zu sein. Ja, da nehme ich immer gern das Bild des Bambus. Bambus ist phänomenal, eine phänomenale Pflanze. Sie wächst unglaublich schnell. Man kann ganz viele tolle Sachen aus Bambus herstellen. Kleidung, Essen, Tee und ich weiß es nicht. Die Sprossen kann man essen. Es wächst unglaublich schnell. Man kann riesige Gerüste daraus bauen. Die Chinesen sind Meister darin, Wolkenkratzer mit Bambusgerüsten zu bauen, nicht mit Stahlgerüsten wie in Europa. Es ist diese Pflanze ist so flexibel, die kann man nicht, sie ist flexibel, man kann sie biegen, aber sie bricht nur unter unglaublich hohem Druck. Und so können wir auch sein. Gleichzeitig flexibel und trotzdem ganz, ganz stabil. Es ist an uns, uns zu verwurzeln, unsere Lichtwurzeln tief in die Erde wachsen zu lassen, damit wir wie ein starker, großer Baum in der Erde verankert sind und gleichzeitig eine riesengroße Krone haben, die leuchtet, die Energie aufnimmt und sogar beim Ausatmen, ein Baum atmet ja quasi Sauerstoff aus, atmet Kohlenmonoxid ein, Sauerstoff aus, nährt damit ja schon wieder die Welt und so dürfen wir auch sein. Wir nehmen Energie auf, wandeln sie um und geben sie in Form von Liebe, Ideen, Inspiration und Motivation weiter. Also, was willst du wirklich? Was macht dich glücklich? Was macht dich gesund? Ob das Sport ist, Meditation, der Austausch mit richtig tollen Menschen, die auf Seelen- und Herzensebene nähren. Ich persönlich gehe sehr, super gerne wandern, um mich aufzubauen. Ich bin so oft wie möglich draußen. Ich brauche den
freien Himmel über meinem Kopf. Ich brauche frische Luft. Ich brauche Sonne, wenn sie da ist. Ich muss auch neue Dinge lernen, neue Dinge zu lernen. Gerade in dieser Zeit, die man ja quasi runtergezogen wird, relativ bewegungsunfähig gemacht wird, sind total kostbar und wichtig. Ja? Ob das neue Sprachen sind, neue Fähigkeiten, ob das eine Fortbildung in spiritueller Hinsicht ist, Bücher lesen, Filme anschauen. Jetzt sind wirklich Kreativität und Engagement gefragt, damit wir diese Tsunami-Welle dieser Krise nutzen können, damit sie uns wirklich mit Karacho ins neue Zeitalter spült. Im Grunde ist das, was uns passiert, das Beste, was uns passieren konnte. Auch da wiederhole ich mich gerne, denn jetzt merken die Menschen, dass sie im Grunde die ganze Zeit schon massiv manipuliert werden. Und ich lasse mich jetzt auf keine Diskussion mehr ein. Maske, Impfung, tralala, jeder bitte so, wie er oder sie will. Ich bin ohne Maske unterwegs, ich habe einen Attest, andere sind mit Maske unterwegs. Wenn ich krank bin, bleibe ich zu Hause, um keinen anzustecken. Wenn ich pupa gesund bin, dann leuchte ich, was das Zeug hält, strahle die Menschen an, lächle sie an, denn alleine das hebt schon das Immunsystem für mich und für die anderen. Also respektvoll sein, mitfühlend, achtsam sein ist oberstes Gebot, das ist es aber immer schon gewesen. Aber lasst euch nicht mehr, bitte, 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 bitte nicht mehr auf Diskussionen ein, die im Endeffekt nichts bringen. Noch nie gab es so viele Meinungen, die nicht mehr nur die Gesellschaft in zwei Teile trennen, sondern die Gesellschaft zersplittert. Und aus den Splittern bilden sich jetzt neue Gemeinschaften. Das ist was ganz anderes. Das habe ich von Martin Laker von der Engelsburger Akademie gelernt. Ja? Gemeinschaft ist das, was das Herz nährt. Gesellschaft ist das, was uns manipuliert und lenken will. Und zwar manchmal in Richtungen, die wirklich nicht gut für uns sind. Also wie kannst du deine Kreativität jetzt nutzen? Und Kreativität hat jeder. Wirklich jeder. Ich hoffe, ich habe keine Smoothie-Schnute mehr, wenn ich so nah rankomme an die Kamera. Also, hol deine Kreativität an die Oberfläche und schau, was du aktiv tun kannst, um jetzt der Welt zu dienen in Bezug auf mehr Liebe, mehr Frieden, mehr Energie. Lass dich inspirieren von den Quellen, die dich nähren und dir gut tun. Wir alle können einen Beitrag leisten. Und jede Facette ist anders. Jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch hat eine andere Gabe. Meine Gabe ist es, Bilder und schöne Dinge zu erschaffen. Ich bin Designerin. Und ich nutze mit Achtsamkeit und Behutsamkeit, was mir das System, in dem ich mich bewege und auch bewegen möchte, vor die Füße wirft. Ja? Also ich bin jetzt nicht so der Riesenfreund zum Beispiel von Black Friday, aber das hatte ich euch ja versprochen am Ende des Videos. Mein neues Kartenset, also die Wiederauflage und zwar in größerer Form auf Karton und zwar in einem schönen Karton zum Aufklappen, erscheint Mitte Dezember. Aber für diejenigen, die jetzt flott sind, gibt es das neue Kartenset zum super Sonderpreis bei einer Vorbestellung. Ich verlinke euch unten den Link. Und es gibt in diesem Shop, wo das Engelkartenset zu bekommen ist, auch Bücher, mein Schmuck, diese wunderschönen neuen Fenster-Sticker oder Sticker und viele, viele andere Sachen mehr, die ich mache, weil es meinem Wesen, meiner Kreativität entspricht. Und es werden noch viele, viele andere tolle Sachen geboren, die ich euch anbieten möchte. Das Tolle ist ja, es muss ja keiner nehmen. Wenn ich ein Angebot mache, heißt das, jeder Mensch ist frei, es zu nehmen oder zu lassen. Und was du anzubieten hast, kannst du genauso sehen. Stell es in den Raum. Biete es an. Mit Freude, mit Spaß, mit Genuss, denn das bringt Erfolg. Die Menschen reagieren auf Menschen, die Spaß an dem haben, was sie machen. Ich gebe so viel ehrenamtlich, zum Beispiel mit diesen Videos.
Aber ich erlaube mir, auch auf das aufmerksam zu machen, was ich darüber hinaus noch mache. Ich habe ganz tolle Facebook-Gruppen, und ich mache auch bei Facebook auf Dinge aufmerksam. Ich empfehle auch andere Menschen, deshalb mache ich meine Lichtmenschen-Interviews und so weiter und so fort. Wir sind ein Netzwerk. Also lasst uns gegenseitig mit Liebe, Respekt und Achtsamkeit dabei helfen, über uns selbst hinauszuwachsen. Und wenn ihr etwas braucht, um einen Anker zu haben, weil es euch gut tut, ob das kuschelige Kleidung ist, ob das Bilder an den Wänden sind, ob das Schmuck ist oder irgendwelche Deko-Gegenstände, die euch aufmerksam machen, hey, schau, da gibt es Engel, da gibt es Einhörner, da gibt es Edelsteine, Mutter Erde, dann nutzt das, dann dafür wird es erschaffen. Wäre es dem lieben Gott nicht recht, hätten wir die Kreativität nicht bekommen. Also tobt euch aus. Ihr seid das Göttliche, das sich jetzt richtig, richtig intensiv erfahren darf. Also, ich hoffe, dass ich euch inspirieren konnte. Ich freue mich immer über einen Daumen nach oben. Ich verlinke euch links und rechts zwei Videos, die mir jetzt dazu am besten gefallen, die euch weiter motivieren können auf eurem Lichtweg. Und ich freue mich einfach darüber, mit euch zu leuchten und diese Erde zu einem richtig lichtvollen, liebevollen und friedlichen Ort zu machen. Jetzt erst recht. Liebe und mit ganz viel Freude, eure Sonja Ariel. Wir sehen uns. Bye bye. Bis zum nächsten Mal.